So, wenn ihr soweit seid, schalte ich da. Als wir hier einzogen, fing es an mit der digitalen Technik. Und da unter der Decke haben wir einen allerersten Videoprojektor eingebaut. Aber der machte so viel Lärm. Das Gerüst haben wir da oben immer noch. Ah ja? Naja, da ist noch so eine Verkleidung. Wir haben die Verkleidung gemacht, um den Ton zu dämpfen. So hat es angefangen und wir haben eigentlich von Anfang an immer diskutiert und diskutiert. Aber am Anfang waren wir selten einer Meinung über Filme. Wir fuhren also immer nach Ost-Berlin, um neue DDR-Filme zu sehen. Und irgendwann auch ein neuer sowjetischer Film. Und der hieß Ein Menschenschicksal. Und wir sagten, wir müssten diesen Film an der FU zeigen. Und nun war es ja eigentlich verboten. Aber wir haben immer gedacht, wir sind West-Berlin, wir halten uns nicht daran. Und wir sind dann auch immer direkt zur sowjetischen Botschaft gefahren. Ja, wir sind da hingefahren mit der Vespa, haben die Vespa vor der sowjetischen Botschaft geparkt unter den Linden und haben die Klingel gedrückt. Ja, wir sind Studenten, wir möchten sowjetische Filme zeigen. Wie bitte? Was wollen Sie? Aus West-Berlin. Und dann sind wir da reingebeten worden. Ohne mich hättest du dich nicht getraut, glaube ich. Dahin zu fahren? Ja, zu den Polen auch nicht, denn du warst am Anfang überrascht, als ich sagte, wir können doch da einfach mal hinfragen. Fragen kostet nichts. Es mag sein, dass ich da immer etwas zurückhaltend bin oder mich wundere, ob man sowas überhaupt machen kann, ob machen soll, ob das überhaupt eine Chance hat. Und du bist da irgendwie so draufgängerisch in gewisser Weise. Nicht? Das ist schon so, ja. Dann kommt Umano nun Umano von Mario Schifano aus Italien 1969. Eine im besten Sinne eklektische Collage. Alberto Moravia und Adriano Apra reflektieren über kunstphilosophische Fragen. Ich studierte ja und wollte immer noch Studienrätin werden und ich war im Hauptseminar. Und in diesem Hauptseminar war ein Mädchen, das ich immer bewunderte, weil sie so klug war. Und die kam plötzlich auf mich zu und sagte, Sie arbeiten doch da auch bei diesem Filmstudio. Und ich sagte ja. Und da sagte sie, ich bin den Mittwoch durch Zufall da reingegangen und es war ein russischer Film und ich wollte nie einen russischen Film sehen. Ich hasste alles Russische, denn mein Vater ist in Russland geblieben. Und ich konnte aber nicht aufstehen, die Reihe war zu voll und ich bin sitzen geblieben und ich habe diesen Film gesehen. Und hinterher habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen und habe gedacht, dass in der Sowjetunion gibt es auch Mädchen wie mich, die so über Deutschland denken. Und das kann doch nicht so weitergehen. Und also vielen Dank, dass Sie diesen Film gezeigt haben. Und ich dachte, wenn ich ein, zwei, dreimal in meinem Leben es schaffe, dass Leute einen Film sehen, der was bedeutet, dann reicht mir das. Die neuen Literaten des Kinos und ihr gerade gegründetes Festival, das Internationale Forum des jungen Films. Hier versammeln sich die neuen Filmbewegungen aus Lateinamerika, Afrika und Asien. Hier findet eine junge Generation von noch unbekannten Autorenfilmern eine Heimat. War für die Rezeption der Filme wollten wir sorgen. Also das war eins unserer Ziele. Das andere war natürlich auch, dass wir die soziale Funktion des Kinos in den Mittelpunkt des Vorgangs stellten. Wir haben manchmal gesagt, dass das Gespräch über den Film ist ebenso wichtig wie der Film selbst. Und wir haben eben von Anfang an das Prinzip verfolgt, was damals auch für Festival neu war. Wir haben auf die Pressekonferenzen verzichtet und haben stattdessen ein Publikumsgespräch gemacht. Heute heißt es Q&A, jeder macht das. Aber damals war das ein Novum. Was mich an dem Film insgesamt stört, ist wirklich seine Unernsthaftigkeit. Sie reden von Kino, aber Sie scheinen sich für das, was Sie machen, sehr wenig zu interessieren. Wir haben also aus diesen Diskussionen eine Einrichtung gemacht, eine feste Einrichtung, die mit dem Image des ganzen Forums so verbunden war. Und wir hatten das auch, es war fast wie ein kleines Ritual. Es wurde jeweils auf die Bühne ein kleiner Tisch getragen. Und dieser Tisch musste da sein, weil die Dolmetscher gesagt haben, ja, wir brauchen unbedingt einen Tisch. Wir müssen unsere Papiere ausbreiten, wir müssen Notizen machen. Ohne Tisch geht das nicht. Wir haben uns eigentlich gesehen,
das Forum als eine Art Servicestation, wo wir Regisseuren helfen, die Filme, die sie gemacht haben und die wir wunderbar finden, an ein Publikum zu bringen. Als eine Art Fließband, wo wir wertvolle Dinge platzieren auf diesem Fließband. Das bewegt sich dann und dann hoffentlich sind Menschen, die das wieder an sich nehmen können, was da eintrifft. Okay. Und dann hat er mit Penmaker zusammen eine Firma gegründet, die hieß Filmmakers Incorporated. Also Erikas Nasenspitze ist eigentlich für mein Auge okay.